Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops hier auf Snox, seinem Kanal. Ja, mein Name ist Fix und ich zeige euch heute den Shop, denn Chris hat heute keine Zeit und er hat mich gefragt, ob ich das machen kann. Und natürlich mache ich das, Leute. Der Shop kommt in 40 Sekunden und die 40 Sekunden nutze ich gleich mal, um ganz dreist Eigenwerbung zu machen. Falls ihr meinen Channel noch nicht kennt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einmal auf den ersten Link in der Beschreibung klickt. Da könnt ihr bei meinem Channel vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und da könnt ihr euch ein eigenes Bild von meinem Kanal machen. Ich mache ganz viel Fortnite-Videos und so weiter und so fort. Und ich würde mich natürlich über ein kleines, aber feines Abo freuen. Und Leute, Chris hat mich auch gebeten, sein Gewinnspiel von gestern nochmal zu wählen. Und zwar hat er gestern ein Gewinnspiel rausgehauen, wo er, ich glaube, zweimal hier 10.000 V-Bucks raushaut. Alles, was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr im Video von gestern. Ich glaube, Creator-Code und dann irgendwie auf Instagram schicken. Schaut euch am besten das Video nochmal von gestern an, da erfahrt ihr alles. Und der neue Shop kommt in 3, 2... Nice. Es gibt nichts Neues. Oh Mann, was für ein Billig-Shop. Ich habe gedacht, es kommt mega der geile Shop wegen Season 9. Aber vielleicht kommt es später nach dem Update. Und wir gehen einfach mal ganz schnell durch, was wir hier so haben. Einmal die Katzenkralle ist am Stissel mit diesem Sound hier. Dann haben wir nochmal den Gleiter zu den Skins. Und dann haben wir hier die zwei Samurai-Skins. Das Coole ist, bei den Samurai-Skins kann man die Helme abnehmen. Dann schaut er noch ein bisschen cooler aus. Hier zum Beispiel bei ihm. Dann schaut er so aus mit so einem kleinen Schnauze-Bauzi. Ja, keine Ahnung, was bei dem geht. Und ich frage mich, warum es bei ihr nicht ist. Aber auf jeden Fall kann man bei ihr auch die Mütze abnehmen. Nur gibt es hier keine Stilvorschau gerade. Komisch. Naja, kommen wir zu MC Waffel. Sturmwaffel ist sein Skin oder was? Ja, MC Waffel ist am Start. Habe ich mir nicht geholt. Fun Fact, umso länger ihr im Game seid, umso mehr füllt sich, glaube ich, dieser Cup hier. Dieser Eisbecher. Ja, ist ein cooler Skin. Habe ich mir aber nicht gekauft, weil ich den wahrscheinlich eh nicht spiele, Leute. Ich kenne mich doch. Dazu haben wir noch hier eine Eispicke. Ja, ist in Ordnung. Ist so ein Fun-Pickel. Habe ich mir jetzt auch nicht geholt. Und ein Eisgleiter. Auch so ein Fun-Ding. Wenn jemand Eis mag, dann mag er vielleicht den Skin, aber ich bin nicht so der Eis-Fan. Kommen wir zu Dynamo, einer der krassesten Schwitzer-Skins zurzeit. Den zocken ziemlich viele Leute, ich glaube wegen Mitro. Mitro ist so der kleine Sweater, der den Skin so ein bisschen bekannt gemacht hat. Haben sehr viele Leute, sweaten ziemlich viele Leute. Ich finde ihn jetzt nicht so mega geil, deswegen habe ich ihn auch nicht gekauft und ja, werde ihn mir wahrscheinlich auch nicht kaufen. Kommen wir zum ersten Emote des Tages und zwar haben wir hier diesen Emote. Electro Swing. Oh yeah. Groovy Movie. Nice Emote. Ich glaube 500 V-Bucks nur. Richtig nice. Habe ich mir geholt. Feierbar. Kommen wir zur nächsten Sache im Daily Shop. Und zwar zur Waffentarnung, die Streuseltarnung. Die habe ich mir geholt, weil ich habe mir überlegt, ich kaufe mir einfach jede Tarnung, damit ich immer mal irgendwie meine Waffen anpassen kann. So den Stil von den Waffen anpassen kann. Und ja, gefällt mir gut, kann ich euch empfehlen. 300 V-Bucks ist ja nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts, Leute. Kommen wir zur nächsten Spitzhacke, die heute im Shop ist. Und zwar haben wir den 3-Stern oder 3er-Stern heißt der. Er schaut aus wie so eine, zum Wurfstern, der an so eine Stange dran gemacht worden ist. Finde ich, schaut ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht gekauft habe. Wahrscheinlich, weil dieses Rote nicht so vielen Skins dazu passt. Ja, muss ich mir mal überlegen. Vielleicht kaufe ich ihn mir morgen spontan, aber ja. Leute, ich bin geizig, Leute. Ich kaufe mir nicht so viel. Ich bin arm, Leute. Ich kann mir nicht so viel kaufen. Nein, Spaß. Aber ja, finde ich nicht so cool. Kommen wir zum nächsten Skin, der heute im Shop ist, und zwar Garnison. Garnison ist am Stissel. Sicher, die Festung steht bei ihm. Ja, so ein 800er Skin ohne Backpack. Ein grüner Skin ist schon in Ordnung. Bin zwar nicht so der Fan von männlichen Skins, aber ja, ist schon in Ordnung. Mal ein bisschen was anderes, so vom Modell her. Finde ich ganz cool. 800 V-Bucks ist nicht schlecht für ein Skin. Und dann kommen wir zum letzten Emote von heute. Und zwar oberpeilig. Hat so einen kleinen Sound, so einen kleinen leisen Sound. Ja, und dann war es das eigentlich mit dem Shop von heute. Falls ich mich gut geschlagen habe, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne auf meinem Channel vorbei, macht bei Snox sein Gewinnspiel mit, tragt ihn mal als Creator ein, vor allem wenn ihr euch den Battle Pass heute kauft. Oder, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
morgen wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss.